Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährungen mit eurem Alex und heute natürlich wieder mit einem Wochenreport. Doch bevor wir damit starten, zunächst einmal all denjenigen, die ich noch nicht gehört habe, ein richtig geiles, erfolgreiches, gesundes Jahr 2018. Ich hoffe, eure Vorsätze werden in die Tat umgesetzt und ja, ihr werdet dieses Jahr gerade im Kryptomarkt richtig viele Erfolge feiern können. Ja, wir schauen uns mal an, was heute oder in dieser Woche, in der ersten Januarwoche diesen Jahres passiert ist. Heute ist der 7. Januar 2017 und ja, bei der Agenda haben wir Folgendes vor. Einmal den Wochenrückblick, wie lief es für unsere Lieblingscoins diese Woche? Ich glaube, für viele war wieder eine Woche der Freude. Ansonsten geht es natürlich heute einmal um so ein bisschen Schlagzeilen, was ist diese Woche eigentlich passiert. Visa-Debitkarten gesperrt, viele Tenex-User haben eine kleine Schockmeldung bekommen in den letzten Tagen. Die wollen wir uns mal genauer anschauen. Wir gucken uns die Coinday-Abstimmung an und natürlich noch einmal kurz den Countdown zum Gewinnspiel, denn die Tippabgabe ist nur noch bis diesen Mittwoch und von daher habt ihr jetzt noch einmal letztlich die Chance, euren Tipp abzugeben. Ja, und zu guter Letzt, weil sehr viele gefragt haben und sehr viele mir auch private Nachrichten schreiben, erstmal vielen Dank dafür, für das Interesse, das ihr habt. Es geht nochmal ums Portfolio. Ich habe jetzt das Ganze fast vervollständigt, das heißt, ich werde definitiv ja, noch was am Ende dieses Videos zu dem Thema sagen und dann wisst ihr, glaube ich, auch genau, wann es kommt oder wann in etwa es kommt und wie das Ganze dann funktioniert. Viel Spaß! Lasst uns aber jetzt einmal starten und zwar als allererstes einmal mit unserer Lieblingsseite coinmarketcap.com. So, wir aktualisieren das Ganze einmal, ich mache es mal größer. Und wir sehen ja, kurzer Blick auf die aktuelle Situation. Wir sehen, dass die einige Kurse, da traut man seinen Augen kaum. Wir sehen zum Beispiel Ripple jetzt schon bei über 2,80 Euro. Ethereum bei 1.000 Euro kurzfristig gewesen. Wahnsinn. Und ja, alle anderen auch richtig gut dabei. Also ich erinnere mich noch an die Top 10 Coins. Ich glaube, da waren noch viele dabei, die nicht mal einen Dollar erreicht hatten. Mittlerweile ist das Schnee von gestern. NEM, Cardano, aber auch Ripple haben alle bereits gezeigt, dass sie den Dollarsprung machen können. Und also sehr, sehr positiv. Insgesamt haben die Altcoins diese Woche richtig abgesahnt. Auch Tron sehr, sehr heftig auf Platz 10 gerutscht. Ja, also extrem krass, was da passiert. Es geht um viele Announcements, viele Ankündigungen. Man hat Release-Daten bekannt gegeben, wann jetzt zum Beispiel neue Updates kommen, wann bessere Wallets zur Verfügung stehen und gewisse Kooperationen werden angekündigt. Und das führt nicht nur bei Tron, sondern auch bei vielen anderen Altcoins dazu, dass natürlich schnell mal irgendwelche Hypes entstehen und viele Leute jetzt sagen, cool, das waren Good News. Das heißt für mich, ich gehe da jetzt rein in den Coin. Und so sieht man es eben bei Tron ganz deutlich. Gute News können auch gute Kurse bedeuten. Und damit sind wir jetzt bei 13 Cent. Wahnsinn. Ja, ansonsten gucken wir uns das Ganze mal so an. Was ist noch auffällig gewesen diese Woche? Diese Woche ein Newcomer in den Top 20 oder kurzfristig, glaube ich, sogar in den Top 15. Ray Blocks. Ray Blocks, was es genau ist, können wir ja vielleicht mal bei einem Coin Day besprechen, solltet ihr den Coin wählen oder vorschlagen. Ansonsten kurz und knapp, Ray Blocks ist eine relativ neue Geschichte, ist jetzt ja auch meiner Meinung nach sehr stark gehypt worden und das ist generell vielleicht gerade so ein kleines positives Problem für viele, denn sie machen Gewinne mit Coins, mit denen sie gar nicht gerechnet haben. Ich habe manchmal das Gefühl, dass da so ein bisschen Masche hintersteckt und dass da irgendwelche großen Geldgeber oder großen Bitcoin-Besitzer, diese Wale, irgendwie ihre Spielereien durchziehen und plötzlich alle Coins, die sehr schwach bewertet werden, nutzen als Spekulationsobjekt. Und das sorgt dann dafür, dass auch selbst alt vergessene Coins, wie zum Beispiel Sia Coin oder auch Bitcoin, plötzlich enorm Zuwachs gewonnen haben diese Woche. Ja? Mag natürlich nicht miteinander zusammenhängen, kann auch sein, dass da jetzt ganz besonders tolle News kamen, die sind mir dann aber entgangen. Was ich aber sehe, ist, dass viele Coins, die gerade so im Cent-Bereich stehen, wie hier, Seacoin oder Bitcoin oder eben auch Verge vor ein paar Tagen, dass die enorm geshootet werden und dass die enorm Gas geben und teilweise 100-150% am Tag machen. Ja, von daher glaube ich, solltet ihr vorsichtig sein, generell bei Investments in solche Hype-Coins. Ihr solltet wie immer bei euren Entscheidungen für die Coins überlegen, ob ihr vom Produkt überzeugt seid, ob das Team passt und ob ihr generell sagt, ich glaube an die Idee dahinter. Denn nur dann seid ihr hier richtig, das hier ist kein Kanal, auf dem ich euch irgendwelche Signale gebe oder irgendwelche Coin-Empfehlungen, wo ihr jetzt rein sollt, sondern hier geht es wirklich darum, fundiert die Dinge zu verstehen und dann im Idealfall auf Long-Term-Pferde zu setzen. Ja, zu BitConnect habe ich gleich nochmal was Schickes für euch, was vielleicht gar nicht so schick ist für die Nutzer, aber ich finde es sehr spannend.
Und ansonsten könnt ihr euch ja gerne mal einmal hier durchfuchsen. Was noch auffällig ist, wenn ihr mal sowas hier findet, KuCoin Shares oder auch Binance Coin, das sind jetzt keine speziellen Coins mit speziellen Fähigkeiten, sondern das sind Coins, die von den Börsen sozusagen angeboten werden, um günstiger zu handeln. Nehmen wir an, ihr seid Trader und ihr habt jeden Tag 10 Trades und ihr zahlt für jeden Trade 0,1% Gebühr, dann summiert sich das ganz schön. Wenn ihr dann die Möglichkeit habt, wie bei Binance zum Beispiel, die Gebühr zu halbieren, dann ist das für viele ein Grund zu sagen, hey, da wechsle ich doch mal meine Bitcoin in Binance Coins. Die sind für mich zwar in erster Linie nicht besonders bedeutsam, aber wenn ich mit denen handle, habe ich einfach mal nur die halben Gebühren. Und gerade so Börsen wie zum Beispiel Binance, die jetzt sehr, sehr stark belaufen sind, dann lohnt es sich natürlich schon für den einen oder anderen Investor in den Coin zu gehen. Und das wiederum spiegelt sich denn hier wieder. Wir sehen also, der Coin hat enorme Entwicklung. Das heißt, je größer Binance wird, je stärker Binance benutzt wird oder eben auch KuCoin benutzt wird, desto stärker werden auch diese Coins, die diese Börsen herausbringen, genutzt. Und von daher bin ich mal gespannt, wie sich sowas hier entwickelt. Die beiden sind jetzt meiner Meinung nach die größten. Wenn ihr noch andere kennt, gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich bin mal gespannt, wie sich so ein eigens kreierter Coin durchsetzen wird. Ja, insgesamt seht ihr, es gibt, ich könnte, glaube ich, jetzt noch eine Stunde erzählen, weil eigentlich jeder Coin richtig cool ist. Auch Electroneum oder Electronium hat richtig zugelegt. Also wir haben ja vor kurzem ein Video darüber gesehen, was ich gemacht habe. Ja, ziemlich geil, dass diese alle so viel Gas geben. Aktuell freut mich für euch. Ich hoffe, ihr seid größtenteils in den erfolgreichen Coins drin. Wenn nicht, bleibt standhaft. Nur weil euer Coin vielleicht heute gerade nicht positiv abgeschnitten hat, heißt das vielleicht nicht unbedingt, dass ihr ihn jetzt sofort abstoßen müsst. Es sei denn, ihr habt euer Vertrauen verloren. Aber es ist im Kryptomarkt ganz schnell mal so, dass die, ja, Ufer von links nach rechts immer hin und her schwappen und plötzlich habt ihr einen Tag, wo euer Coin auf einmal doch im Plus steht. Alles klar. Das soll es dazu gewesen sein. Eben hat er schon gespoilert hier meine Präsentation. So, ich hoffe mal, dass ihr das nicht gesehen habt. Deshalb fange ich die Folie nochmal schnell von vorne an. Und zwar die Schlagzeilen der Woche. Ja, gucken wir uns die doch einmal an. Nutzerüberflutung auf den Börsen, Neukundenstopp. Dazu habe ich auch ein Video gemacht vor einigen Tagen. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Ja, dazu erzähle ich euch gleich was. Danach geht es um Ripple. Ripple hat neue Partnerschaften bekannt gegeben gestern. Und es läuft deshalb auch BitConnect eine Unterlassungsklage gegen BitConnect. Es wird ihnen Betrug vorgeworfen. Und hierzu habe ich einen Artikel, den wir gleich mal gemeinsam anschauen. Verge und John McAfee haben so ein bisschen Beef und das Ganze haben sie öffentlich gemacht, also Public Beef und illegale Kryptokäufe auf eBay. Auch das schauen wir uns einmal an. So, einen Schluck getrunken. Denn jetzt starte ich mal zu dem ersten Punkt: Nutzerüberflutung auf den Börsen, Neukundenstopp. Ja, ihr habt es gemerkt, Binance, aber auch Bittrex oder auch ja, eigentlich alles wie Coinbase oder alle größeren Börsen sind aktuell komplett überlaufen und man hat keine Chance mehr, sich dort zu registrieren. Woran liegt das? Das liegt ganz einfach daran, dass sehr, sehr viele Neukunden da sind. Die Anmeldung an sich ist nicht das Problem, sondern viele Neukunden machen viele Fehler und viele Fehler bedeuten viel Support, der gebraucht wird und viele Fragen, die gestellt werden. Und der Support kann sich nicht aufteilen und war nicht eben da auf so eine riesengroße Welle vorbereitet. Das merkt man nicht nur bei einer, sondern bei allen Börsen. So hatte ich zum Beispiel vor knapp 2 oder 3 Tagen, hatte ich euch Cryptopia empfohlen als Ausweichmanöver. Und auch Cryptopia ist mittlerweile ja, gesperrt für Neuanmeldungen. Das heißt, auch da ist es jetzt so weit, dass es nicht mehr geht. Und woran spürt ihr das? Ihr habt zum einen ganz klar natürlich, dass ihr euch nicht anmelden könnt. Aber auch wenn ihr angemeldet seid, merkt ihr zum Beispiel bei Ethereum-Transaktionen, also alles, was so ein bisschen über Ethereum läuft, hat enorme Verzögerungen. Also das Ethereum-Netzwerk liegt fast lahm und man hat eben extrem lange Wartezeiten, bis eure Transaktionen ankommen. Ich empfehle also jedem, der eine Transaktion durchführt, dass ihr euch bitte bei der Transaktion unten diesen Transaktionscode kopiert und dass ihr den euch bei etherscan.io, ich werde das Ganze auch verlinken, gern mal eingeben könnt und dann könnt ihr zumindest schon einmal sehen, war die Transaktion erfolgreich. Ihr könnt nochmal gegenprüfen, ob eure Empfängeradresse die richtige war und ihr könnt dort auch sehen, ja, wie viele Bestätigungen schon bei eurer ja, Übertragung oder eurer Transaktion durchgeführt wurden. Und im Idealfall seht ihr dann eben, das war alles erfolgreich, ihr habt alles richtig gemacht. Dann heißt das einfach nur warten, weil dann eben die Börse ein bisschen braucht, um das Ganze umzuschlüsseln und euch dann anzuzeigen. Ja, also insgesamt sehr ärgerliche Situation für alle Neulinge. Auf der anderen Seite habt ihr dadurch die Chance, vielleicht eure Zeit zu nutzen, um solche Videos zu gucken wie die, die ich mache, um euch noch ein bisschen fitter zu machen. Und ansonsten denke ich mir, wird sich das vermutlich in kürzester Zeit legen. Das heißt, ihr werdet wieder die Möglichkeit bekommen. Und für alle, die bereits im Markt sind, kann das bedeuten, dass der Markt nochmal richtig Fahrt aufnimmt,
weil die Gelder der ganzen Neulinge, die jetzt auch ihr Geld investieren wollen, natürlich in den Markt gespült werden. Und bei einer weltweiten Geschichte, die aktuell eben so überall ist, nicht nur bei uns, kann ich mir vorstellen, dass es schon einen Riesenboom gibt, wenn dann erstmal wieder die Tore geöffnet werden. Ja, alles nur meine eigenen Wahrnehmungen, alles so Tipps, die ich mir selbst gebe. Also von daher nicht alles direkt so glauben, was ich euch sage, sondern das sind meine ganz eigenen Meinungen dazu. Kann auch sein, dass es genau in die andere Richtung geht, man weiß es nicht. Ich vermute es halt nur so. Ja, zweiter Punkt. Ripple gibt neue Partnerschaften bekannt. Hierzu, ich habe jetzt nicht extra einen Twitter-Account von Ripple aufgerufen, aber in dem Twitter-Account von Ripple könnt ihr das lesen. Ripple hat bekannt gegeben, dass sie im nächsten Jahr oder in diesem Jahr 3 der 5 größten Geldtransferfirmen ins Boot geholt haben und die werden über das Ripple-Netzwerk arbeiten. Wer mag das sein? Das können Unternehmen sein wie Western Union, das können aber auch vielleicht ein Unternehmen wie PayPal sein, das können verschiedene Unternehmen sein. Die Namen haben sie nicht genannt, sie haben auch nicht genauer genannt, um welche Arten von Bank- oder Geldtransferunternehmen es sich handelt, sondern sie haben einfach nur gesagt, es geht um Money Transfer Companies. So, und da kann man jetzt viel reininterpretieren. Ich glaube aber schon, es wird so in die Richtung Western Union gehen oder so und dass sie da eben 3 der 5 größten Partner schon gewonnen haben. Und ja, wir haben beim letzten Mal gesehen, was passiert, wenn größere Partnerschaften in die Tat umgesetzt werden. Hat sich das sehr positiv auf den Kurs ausgewirkt. Und so könnte ich mir auch vorstellen, dass Ripple noch so einiges an interessanten Neuigkeiten dieses Jahr für uns bereithält. Ja, der nächste Punkt. Unterlassungsklage gegen BitConnect, Betrug. Und dazu gehen wir mal auf die Seite, die ich rausgesucht habe. Und zwar Unterlassungsklage gegen BitConnect. Ich werde alle Artikel oder Sachen, die ich heute erzähle, auch nochmal ein bisschen verlinken. Bitte guckt dazu hier unten in der Videobeschreibung nach. Da könnt ihr dann ganz entspannt mal auf die Links klicken und euch das nochmal in Ruhe durchlesen. Kurz und knapp, BitConnect hat damit geworben, dass man mit bereits $100 Einzahlung 120% fast garantierte Gewinne mitnehmen kann. Nachteil dabei ist, euer Geld ist mindestens für ein Jahr bei BitConnect angelegt und in dieser Zeit, also in diesem Jahr, könnt ihr da nicht ran, könnt aber quasi sehen, wie sich euer Geld mehrt. Parallel dazu ist es bei BitConnect so, dass man quasi Referral-Links verteilen kann, also Links, die sozusagen Empfehlungsgeber-Links sind. Wenn ihr euch jetzt anmelden wollt bei BitConnect, weil euch irgendeiner erzählt hat, wie geil das ist, dann gibt er euch seinen Link. Ihr meldet euch über seinen Namen an und er hat dadurch einen weiteren Vorteil. Zum Beispiel kriegt er einen gewissen Anteil an dem, was ihr einzahlt als Provision. Oder wenn ihr dann wiederum neue Leute bringt, kriegt er eine Provision. Das Ganze ähnelt schon sehr einem Schneeballsystem, zumindest sagen das viele. Und so ist jetzt auch nicht ganz abwegig, dass auch der Staat Texas jetzt reagiert hat, oder zumindest die Wertpapierbehörde. Und sie hat die zum einen aufgrund von irgendwelchen fehlenden Registrierungen verklagt, aber zum anderen eben auch wegen Betrug. Und ich will jetzt nicht zu tief reingehen, weil da auch viel Spekulation ist. Ich selber habe nur diesen Artikel hier dazu gefunden in Deutsch oder auf Deutsch. Die englischen Artikel sind sehr ausführlich und teilweise sehr unverständlich geschrieben für mich. Von daher möchte ich jetzt auf gar keinen Fall Betrug unterstellen, sondern ich gebe nur das wieder, was hier ja erwähnt wird. Und das könnt ihr euch auch nochmal in Ruhe durchlesen. Ja, es gibt hierzu noch keinerlei Gegenreaktion oder Reaktion von BitConnect. Ich bin mal gespannt, wie sich das Unternehmen da jetzt benimmt oder verhält. Der Kurs scheint es nicht groß zu tangiert haben bisher. Ich glaube, das wird sich jetzt einfach mal so, ja, wir müssen mal abwarten, was daraus wird. Sollte ich dazu nochmal News bekommen, werde ich euch darüber unterrichten. Ansonsten könnt ihr euch jetzt hier alles mal in Ruhe durchlesen. Ja, das also dazu. Ansonsten noch was zu dem Thema Verge und McAfee. Wer McAfee oder John McAfee nicht kennt, John McAfee ist eigentlich besonders bekannt dafür geworden, dass er Antivirus-Programme programmiert. Ich bin auch der Meinung, Antivir, dieses Programm mit dem Regenschirm, ist auf seinem oder aus seiner Feder. Das heißt, er hat natürlich damals, als es um IT-Sicherheit geht, eine der Vorreiterrollen gespielt und ist sehr, sehr, sehr erfolgreich gewesen. Ich glaube, er ist Self-Made-Milliardär und dementsprechend hat er sich natürlich auch ein gewisses Vermögen angehäuft, das er auch investiert. Und er war einer der ersten großen Investoren im Krypto-Business. Nicht, ja, das ist dann auch kein Wunder, dass er mittlerweile seinen eigenen Coin, den McAfee-Coin, in ein ICO gebracht hat und dass er eben sehr, sehr viel Geld ausgibt auf dem Kryptomarkt und schon eine gewisse, ja, wichtige Rolle spielt für viele, denn viele folgen ihm einfach. Und er gibt hin und wieder den Coin of the Day bekannt und da sagt er dann zum Beispiel, heute bin ich auf den und den Coin gestoßen, ich sehe mega Potenzial und wenn er das sagt, plötzlich sieht man, wie die ganzen Menschen in diesen Coin gehen und alle lauern darauf, was McAfee sagt, der Krypto-Papst, wenn man so will. Und
Das Ganze ist so ein bisschen ausgeartet. Es war wohl irgendwie so, dass McAfee in einem neutralen Tweet geschrieben, oder für ihn neutralen Tweet, dass er Verge gut findet und dass Verge richtig viel Potenzial hat, total unterbewertet sei. Und daraufhin hat Verge, habt ihr ja gesehen, unglaublich viele Prozente gemacht. Das war ein mega Run. Dazu kam auch noch, dass Verge dann gesagt hat, wir bringen das Wrath-Protokoll raus. Eine besondere Art der Verschleierung soll möglich sein damit. Und lange Rede, wenig Sinn, der Coin ist richtig abgegangen. McAfee war sauer, dass er jetzt nichts daran verdient hat. So hat er dann wohl irgendwie Verge angeschrieben und gesagt, er will daran partizipieren, dass die jetzt durch sein tolles Wort so viel Gewinn gemacht haben. Aber da kam nichts. Sie haben ihm kein bisschen abgegeben. Haben sie gesagt, warum auch? Wer kann uns beweisen, dass das wirklich an dir liegt? So in etwa war der Streit. Und man sieht ja immer nur Auszüge. Und McAfee hat darauf geschrieben dann, okay, ihr werdet sehen, wenn ihr der Meinung seid, ihr wollt das nicht honorieren. Wenn ihr glaubt, dass ich mächtig bin bei meinen Empfehlungen, dann seid mal gespannt, wie mächtig ich bin, wenn ich euch zerstören will. Und so war es relativ krass. Und McAfee wollte dementsprechend dann jetzt eben dafür Sorge tragen, dass der Coin wieder fällt. Er hat es auch geschafft. Ob es nun wirklich an ihm liegt oder daran, dass am 31.12. dieses besagte Breath-Protokoll gar nicht kam oder zumindest nicht richtig umgesetzt werden konnte wie geplant. Ja, da streiten sich jetzt die Geister. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube auf jeden Fall, dass das schon eine wesentliche Rolle mit oder McAfee eine wesentliche Rolle spielt. Von daher seid gewarnt. Auch wenn solche bekannten Leute wie McAfee etwas sagen, muss das nicht immer unbedingt von Herzen kommen, sondern ihr merkt, solche Leute lassen sich gerne auch mal dafür bezahlen oder bestechen, dass sie euch irgendwelche Tipps geben. Und demnach seid etwas vorsichtig mit solchen, ja, Krypto-Päpsten, die sich selbst ernennen. Ne? Okay, das also auch zu Verge, das erklärt dem einen oder anderen Anleger von euch vielleicht auch, warum es da so eine Achterbahnfahrt auf über 2000 Satoshi, jetzt wieder auf knapp 1000 Satoshi. Was da so in etwa los war, jetzt habt ihr so ein bisschen Einblick darin. Wenn ihr mehr darüber wisst, schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare. Interessiert mich selbst sehr. Ich stehe ja so ein bisschen auf diesem Beef. Und ja, würde mich interessieren, wenn ihr da noch mehr habt. Das letzte Thema, illegale Kryptokäufe auf eBay. Auch dazu habe ich euch einen Artikel herausgesucht. Im Großen und Ganzen glaube ich, die meisten von euch nutzen sowas eh nicht. Aber es gibt so tatsächlich Leute, die verkaufen auf der Online-Plattform eBay ihre Bitcoin, ihre Ether oder sonst was. Oder geben sie sogar eine Auktion. Erstens ist das für die, die es anbieten, eine Straftat, denn sie verkaufen wie eine Börse Kryptowährungen, ohne dass sie wirklich in der oder dass sie hier eine Gewerbeerlaubnis haben. Hier zum Beispiel Gewerbeerlaubnis nach Paragraph 54 KWG. Es liegt eine Straftat vor, wenn diese Lizenz fehlt. Für euch ganz wichtig, solltet ihr auf die wahnwitzige Idee kommen, um so eure Coins bei eBay zu verkaufen, ihr macht euch damit strafbar. Und noch schlauer seid ihr, wenn ihr erst recht die Finger davon lasst, wenn es um Käufe geht. Kauft bloß keine Coins. Wer weiß, wer der Typ da gegenüber ist, was er mit eurem Geld macht und ob er wirklich Coins hat. Seid sehr vorsichtig damit. Er macht sich strafbar. Und wenn ihm das sogar egal ist, dann weiß ich auch nicht, ob es ihm auch nicht egal wäre, euch über den Tisch zu ziehen. Kauft euch eure Coins auf ganz legitimen Börsen. Habt ein bisschen Geduld, auch wenn zum Beispiel aktuell Wechselstuben wie Anycoin Direct oder Shapeshift sehr überfordert sind und auch nicht so richtig funktionieren manchmal. Haltet euch ein bisschen bedeckt, wartet lieber ein, zwei Tage, darauf kommt es jetzt auch nicht an, als dass ihr jetzt auf Biegen und Brechen über irgendwelche seltsamen Quellen euch da Coins holt. Ne? Okay, das dazu. Ansonsten war es das mit den Schlagzeilen. Wir gehen jetzt mal weiter auf den letzten Punkt, und zwar wollte ich mit euch ganz gerne hier mehr über dieses Visakarten-Debakel sprechen. Zunächst sah es ja so aus, als ob die ja, Karten oder vielleicht kurz vorab, Visa, also der größte Kreditkartenhersteller der Welt, hat gesagt, dass sie alle Karten, die über Bitcoin, alle Bitcoin-Kredit- oder Bitcoin-Debit-Karten, dass die gesperrt werden. So, erstmal wusste niemand warum. Alle hatten gedacht, okay, da will wohl jetzt irgendwie die Finanzwelt gegen die Coins vorgehen und will jetzt die Bitcoins verbieten. Im Nachhinein kam heraus, dass es gar nicht allein um die Karten ging oder um die Leute, die die Karte nutzen, sondern es ging um die Bank, die dazwischen steht. Und zwischen diesen beiden Parteien steht eine Bank, und zwar diese sogenannte Wavecrest. Wavecrest ist ein Zahlungs- oder sagen wir so eine Art Mittel zum Zweck. Tenex hat die Leute und Visa hat die Karten. Und damit das Ganze gedeckt ist, in dem Moment, wo ihr mit eurer Karte bezahlt, muss ja der Betrag irgendwo gedeckt sein. Ist quasi Wavecrest als Verbindungsstück dazwischen und ist sozusagen ja, die Institution, die das Ganze deckt, die auch wirklich das Geld hat, damit eben über die Karten bezahlt werden kann. Und hier gab es wohl irgendwelche Probleme, nicht zwischen Visa und Tenex oder Visa und anderen Kryptounternehmen, sondern es gab Probleme zwischen Visa und diesem Wavecrest.
Und Wavecrest und Visa konnten sich scheinbar nicht einigen. Und so ist es denn gekommen, dass Visa alle Karten gesperrt hat, die über Wavecrest ausgestellt wurden. Das bedeutet, es geht hier um einen Angriff auf Wavecrest und nicht um einen Angriff auf die Kryptowelt. Somit kann man alle Tenex-Holder beruhigen. Es liegt also nicht an Tenex oder an irgendwelchen Karten, die Tenex ausstellt, sondern es lag an dem Mittelsmann quasi. Tenex hat schon eine gute Lösung bekannt gegeben. Sie haben ja schon länger erzählt, dass sie daran arbeiten, eine eigene Bankenlizenz zu erhalten. Die haben sie jetzt wohl auch angeblich. Und sie wollen jetzt eben ganz, ganz schnell zusehen, dass neue Karten ausgegeben werden, die dann eben nicht mehr über einen Dritten abgewickelt werden, sondern übers eigene Haus. Und wenn das soweit ist, verspricht Tenex sich davon, eben solche Vorfälle nie wieder zu haben. Die ersten Karten sind wohl sogar schon raus. Einige meiner Kollegen, die selber so eine Tenex-Karten haben, haben mir geschrieben, hey, wir haben jetzt eine E-Mail bekommen, dass die neue Karte bereits auf dem Weg zu uns ist. Also Tenex reagiert da sehr schnell. Wie es die anderen Kartenanbieter machen, weiß ich nicht. Wenn ihr was dazu wisst, schreibt mir sehr, sehr gerne einmal. Okay, auch diesen Artikel werde ich nochmal verlinken. Insgesamt gibt es von Julian Hosp noch eine Sache. Also Julian Hosp hat hier zum Beispiel nochmal einen sehr, sehr coolen Artikel. Den habe ich eben von irgendeinem von euch bei YouTube bekommen. Vielen Dank. Da geht es darum, dass es aktuell sehr viele Schneeballsysteme gibt. Und ich habe euch vorhin schon gesagt, dass da seltsamerweise diese 1-Cent-Coins oder noch günstiger Coins plötzlich in den Top 20 und so sind. Das mag natürlich zum einen daran liegen, dass das besonders gute Coins sind oder die besonders gute Meldung machen. Es kann aber auch daran liegen, dass das so eine Art Schneeballsystem ist, so eine Art Pump-and-Dump-Schema. Leute hypen Coins, alle gehen da rein und die, die ihn gehypt haben, gehen zum hohen Punkt wieder raus, weil sie ja wissen, wann sie rausgehen wollen. Und alle anderen, die gefolgt sind, haben im schlimmsten Fall das Problem, dass der Kurs ganz, ganz schnell wieder fällt und sie haben ihr Geld verloren. Und neben solchen Prinzipien gibt es noch andere Schneeballsysteme und Julian Hosp erklärt das hier ganz, ganz cool. Lest euch das mal in Ruhe durch und vor allem seid ihr dann auch etwas schlauer und seid hoffentlich noch etwas vorsichtiger bei solchen Investments in irgendwelche Coins, die jetzt gerade enorm abgegangen sind. Denn manchmal liegt es am Coin und an den Good News, manchmal aber liegt es auch an etwas was ganz anderem, wie zum Beispiel irgendeiner Pump-and-Dump-Gruppe, die kurzfristig versucht, irgendwelche Hypes auszulösen. Und wenn ihr nicht klug genug seid oder euch nicht gut genug auskennt, glaubt ihr dem vielleicht, springt auf den Zug auf und im schlimmsten Fall macht ihr Verluste. Gut, jetzt aber nicht mit negativen Dingen beenden das Ganze. Ich werde, wie gesagt, alles einmal für euch verlinken. Zu guter Letzt gucken wir uns jetzt natürlich nochmal das Gewinnspiel an. Für diejenigen unter euch, die keine Lust haben auf sowas, schaltet gerne ab. Aber für alle anderen, noch einmal jetzt zu guter Letzt, vor dem 10., da ist nämlich die Abgabe, geht es nochmal darum, wo steht Ripple XRP am 14. Januar 2018 um 12 Uhr. Und der Abgabeschluss ist am kommenden Mittwoch um 18 Uhr, also kurz bevor ich den Coin Day veröffentliche. Seid also sehr, sehr fleißig und gebt nochmal euren Tipp ab. Den Tipp gebt ihr bitte jetzt hier oben, blende ich es ein, bei diesem Video unter das Video ab. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr Folgendes gewinnen. Der erste Platz erhält ein Ledger Nano S. Das ist ein Hardware-Wallet, womit ihr eure Coins extern auf einer Art USB-Stick speichern könnt. Zweiter bis fünfter Platz erhält mein neues Portfolio gratis. Und der fünfte bis zehnte Platz erhält eine Bitcoin-Dekomünze. Ja, zum Portfolio habe ich auch nochmal gesagt, hier zu guter Letzt kommen wir gleich. Bevor wir das machen, möchte ich aber mit euch ganz kurz die Coinday-Abstimmung anschauen. Und da gucken wir zunächst einmal bei Twitter rein. Twitter 44% hat EngineCoin hier das Rennen gemacht. Nur 77 Votes, da bin ich Besseres gewohnt. Ich hoffe, beim nächsten Mal ist wieder ein bisschen mehr Abstimmungsbeteiligung bei Twitter. Und ansonsten gucken wir gerne nochmal bei Telegram rein. Und da sieht es ähnlich aus. Mit 67% der Stimmen hat gewonnen Engine. Herzlichen Glückwunsch an all diejenigen, die Engine gewählt haben. Das heißt, am Mittwoch werde ich ein Video über den Engine Coin machen. Klasse. Ja, das Portfolio. Zu guter Letzt, genau, das Portfolio. Also, einige von euch interessiert es vielleicht gar nicht, andere schon sehr, denn ich habe sogar schon E-Mails bekommen, wie gesagt, und auch immer wieder die Frage, wann ist es denn soweit? Also, ich habe das Portfolio fertig gemacht, die Coins stehen fest. Ich bin jetzt noch ein bisschen dabei zu schreiben, damit ich auch begründen kann, warum ich diese Coins gewählt habe. Vorab, die Portfolio ist kein Finanzinstrument, also das ist nichts, womit ihr irgendwie jetzt Geld machen sollt, Geld machen könnt, sondern das ist einfach mein aktuelles Portfolio. Das ist das, wofür ich mich entschieden habe. Und nur weil ich es gemacht habe, heißt es noch lange nicht, dass ihr jetzt damit alle reich werdet oder dass ihr damit enorme Gewinne erzielt.
Es kann sein, dass es so gut läuft wie beim letzten Mal, bei meinem letzten Portfolio, kann aber auch ganz anders laufen. Und somit möchte ich nur klar machen, das hier ist keine Krabbenburger-Geheimformel, wo ihr jetzt plötzlich alle irgendwie die Weisheit bekommt, sondern es geht hier wirklich darum, ihr habt euer eigenes Portfolio, ihr könnt es dann damit abgleichen. Vielleicht findet ihr ein paar Überschneidungen, vielleicht ein paar Unterschiede, dann lest ihr meine Begründung dazu und dann könnt ihr so in etwa verstehen, ob es vielleicht gut oder schlecht ist, was ich da gemacht habe. Und genau dafür mache ich das für euch fertig. Es geht hier wirklich darum, dass ich euch nur helfe, nochmal eine zweite Meinung mit einzuholen und nicht darum, dass ihr jetzt eins zu eins alles kopiert. Das also davor. Ich werde dazu nochmal ein separates Video machen, wenn es denn darum geht. Zur Veröffentlichung an sich. Ich werde dieses Portfolio noch vor dem nächsten Wochenreport veröffentlichen. Das heißt, ich werde es zwischen heute und nächsten Sonntag irgendwann dazwischen herausbringen. Also das Warten braucht nicht bis zum Ende des Monats, oder ihr braucht nicht bis zum Ende des Monats warten. Und der Preis wird etwas teurer als beim letzten Mal, so wie es ja schon mal gesagt. Allerdings werden die, die es beim letzten Mal bereits gekauft haben und mich bereits unterstützt haben, leicht vergünstigt bekommen, sodass sie dadurch keinen Nachteil haben. Sie hatten also zum einen den Vorteil, schon viel früher reinblicken zu können. Und zum anderen haben sie den Vorteil, dass sie es jetzt etwas günstiger bekommen, wenn sie auch das zweite Portfolio haben möchten. Ja, das also dazu. Ihr könnt bezahlen im Nachhinein, wie ihr wollt. Ich werde anbieten, dass ihr in PayPal, also per PayPal, per Fiat, also per Euro bezahlen könnt. Ihr könnt auch gern per Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum oder Ripple bezahlen. Das ist gar kein Thema. Wie das genau funktioniert, werdet ihr dann sehen. Ich werde euch dann eine E-Mail vorbereiten, wenn ihr euch dafür interessiert. Und da wird dann alles genau aufgeführt. Guti, das war's dazu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das war heute nicht zu lang, aber ich fand, diese Woche war richtig geil. Die Kurse haben richtig gute Entwicklung gemacht und wir haben richtig viele Neuigkeiten erfahren können. Ich hoffe, hiermit seid ihr so ein bisschen up to date jetzt. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare oder kommt in den Krypto-Talk bei Telegram oder auch gerne bei Twitter oder Facebook. Und ansonsten hören wir uns wieder zum Mittwoch. Dann wird Engine Coin gekürt und ein schickes Video dazu gemacht. Da freue ich mich schon drauf. Ja, ich wünsche euch einen richtig, richtig geilen Sonntag. Geht vielleicht doch mal ein bisschen raus. Hier ist gerade schönes Wetter in Hamburg, die Sonne scheint. Ich werde wie immer sonntags mal einen Sonntagsspaziergang machen und wünsche euch einen richtig, richtig geilen Abend. Bis bald. Ciao.